Die Geschichte von Judith und Holofernes. Holofernes war im Buch Judith der General des zu dieser Zeit herrschenden babylonischen Königs. Aus Rache, dass sie von niemandem im Krieg unterstützt wurden, planten sie nun, einzelne Städte anzugreifen. Als nächstes war also Betulia dran. Dort lebte die fromme jüdische Witwe Judith, die nun natürlich ihre Heimatstadt retten wollte. So gingen sie also mit ihrer Magd und ein paar Weinkrügen in das Lager von Holofernes, wo sie diesen mit ihrer Schönheit verführte. Doch anstatt mit ihm zu schlafen, füllte sie ihn mit dem Wein ab. Anschließend enthauptete sie ihn und kehrte mit dem abgetrennten Kopf nach Betulia zurück. Das Gemälde von Caravaggio ist um 1598 entstanden. Ich kann nicht glauben, dass ich das jetzt wirklich mache. Aber er hat uns keine andere Wahl gelassen. Naja, die Entscheidung wird schon richtig sein. Dieser Mann hat nichts anderes verdient. Er hat uns eine Menge Leid zugefügt. Naja, der Teufel wird ihm schon seine gerechte Strafe geben. Mist, jetzt ist es zu spät. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Aus die Maus.